Schon vergangene Woche Dienstag hatte die Stadt Zeitz zu einem Verkehrssicherheitstag für ihre Schüler geladen. Aus diesem Grund versammelten sich die Polizei, DRK, Feuerwehr, die Landesverkehrswacht, ADAC, DEKRA und die Stadtwerke Zeitz auf dem Schützenplatz, um gemeinsam den Schülern das richtige Verhalten im Straßenverkehr nahezubringen. Ja, es ist der 9. Verkehrssicherheitstag. Wir haben diese gute Tradition, dass wir mit der Polizei verschiedene Simulationen durchführen. Mit der Verkehrswacht sind Übungsparcours aufgebaut. Die Stadtwerke stellen auch alternative Fahrzeuglösungen vor. Die Feuerwehr lädt ein zum Besichtigen. Wir erwarten heute ungefähr 850 Schülerinnen und Schüler aus den Schulen unserer Stadt Zeitz. Und ich denke, es wird wieder ein interessantes Erlebnis für alle Teilnehmer. Was ist Ihr besonderes Anliegen zu diesem Tag? Das besondere Anliegen zu diesem Tag ist, immer wieder zu sensibilisieren auf die Gefahren, die existieren. Dass man einerseits sicherlich Gefahren ausgesetzt ist, aber selbst auch eine Gefahr sein kann, wenn man bestimmte Prozesse nicht beherrscht. Also wenn ich das Fahrsicherheitstraining mir anschaue mit der Alkoholbrille, dass man da mal richtig auch sehen kann, wie es sich tatsächlich abspielt, wenn man Alkohol getrunken hat und am Steuer ist, wie dann die Situation verkannt wird. Ich denke, das sind Dinge, Erfahrungen, die man machen soll, um später zu sagen, nein, ich nehme doch lieber vom Alkohol Abstand oder aber ich lasse das Auto stehen. An zahlreichen Ständen und Stationen konnten sich die Kinder ausprobieren. Zum Beispiel, wie es ist, mit der Rauschbrille eine vorgegebene Strecke zu laufen. Es galt, einen engen Parcours mit dem Roller oder dem Fahrrad zu bewältigen oder zu Fuß auf wackeligem Untergrund zu bestehen. Highlights waren natürlich auch die Einsatzfahrzeuge des DRK und der Feuerwehr oder der Gurtschlitten, auf dem ein Frontalcrash mit bis zu 50 km/h simuliert werden kann. Mit dabei war auch die Verkehrswacht mit ihren sprechenden Puppen und die Stadtwerke Zeitz stellten ein Fahrzeug vor, das völlig geräuschlos von Strom getrieben über unsere Straßen fährt.